Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Lords of the Fallen. Ja, nachdem uns das Spiel im letzten Part abgestürzt ist, ist das jetzt mein fünfter oder sechster Aufnahmeversuch, um wieder ein laufendes Gameplay für euch zeigen zu können. Und ich habe in den ganzen anderen Versuchen ein paar andere Waffen mal versucht auszuprobieren. Ich glaube, den hatte ich als letztes ausprobiert und der war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Genau, den habe ich gemacht. Den nehmen wir jetzt auch und ich würde sagen, mit der Glewe versuchen wir es nochmal im Portal. Weil das hat ja beim letzten Mal eigentlich so ganz gut geklappt, zumindest mit der Glewe. Allerdings ist mir das Spiel dann wieder abgestürzt und abgestürzte Sachen möchte ich euch ungern zeigen. Deswegen machen wir das ganze Spielchen jetzt nochmal. So, und ich muss auch wieder erstmal klarkommen mit der Steuerung, weil ich habe jetzt auch schon wieder länger nicht mehr gespielt. So, wir müssen jetzt erstmal hier runter. Und ihr seht schon, was wir da an Schaden verursachen, das ist schon gar nicht mal so schlecht. So. Hey! Komm her! Geht doch! Und da haben wir noch mehr. Ihr seht schon, hier sind es ordentlich Gegner unterwegs. Was war das denn? Ach, unsere Ausdauer ist immer so schnell weg. So, den haben wir auf jeden Fall down. Dann können wir uns hier um den nächsten kümmern. Sehr schön. Und die Glewe, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Der erste Angriff ist zwar nicht so toll, aber das Pieksen hinterher, das macht schon echt Spaß. So, was haben wir denn hier? Falsch Knopf. Ich muss Y drücken. Ich muss erstmal wieder klarkommen im Einsammeln. So, da haben wir schon mal so wieder eine versiegelte Rune gefunden. Was haben wir hier? Irgendeinen Toten? Genau. Hier mussten wir den komischen Runen folgen. Beziehungsweise, ich muss mal eben für mich den Ton lauter drehen, denn hier ist noch was. Wenn man nämlich genau hinhört, hört man hier in der Nähe irgendwo ein Herzchen klopfen. Und das hat ja, glaube ich, beim letzten Mal, als wir hier waren, da habe ich da gar nicht drauf geachtet, dass hier noch irgendwo ein Herzchen sein könnte. Und hier haben wir es nämlich schon. So, damit haben wir nämlich das Herz auch soweit. Jetzt müssen wir mal eben gucken, irgendwo hat hier noch ein Monster geschrien. Hier jetzt gerade nicht. Wir trinken mal eben ein Tränkchen. Und dann folgen wir einfach mal hier den Runen. Au. Da hat mich was getroffen, dieser Schweinepriester. So. Na? Au, 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 nicht ins Feuer. Sehr schön, das funktioniert wunderbar. Auch mit den Schilden funktioniert das super. So, und da haben wir die schon mal wieder down. So, jetzt muss ich mal eben wieder den Ton ein bisschen leiser drehen, weil sonst höre ich wieder nichts. Sonst höre ich mich selber nicht kommentieren und das ist immer ganz schlecht. Ach, schon wieder falscher Knopf. Haben wir da Federhammer und Magiesplitter. Okay, das kriegen wir soweit alles hin. So, jetzt können wir, glaube ich, hier wieder zurück zum Feuerchen. Und dann haben wir ja noch die andere Seite, die wir untersuchen müssen. Bisher läuft alles ganz gut. Also noch kann ich mich natürlich nicht beklagen, dass das Spiel irgendwie anscheinend abstürzt. Wobei, jetzt habe ich gesagt, jetzt passiert das bestimmt gleich wieder. Was ist das? Ja, Arschloch. Hau bloß ab, du Sau. Entschuldigung. Jetzt haben wir hier den nächsten. So, das Ding können wir uns nochmal eben einsammeln. So,
dich auch weg. Dann haben wir hier noch einen, den wir da eben weghämmern. Oh, den habe ich selber noch nicht gesehen. Wobei, der ist eigentlich so genau dasselbe wie alle anderen Zweihandwaffen. Mein Gott, was ist denn hier los an Gegnern? So, und wo ist der letzte? Da ist er. So, damit haben wir den auch. Dann können wir hier das mal eben looten und dann müssen wir mal eben gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Wo ist sie? Wo sind die Runen? Da ist, glaube ich, eine Rune. Und dann müssen wir da weiter. Okay, jetzt habe ich den Weg wieder. Ja, man muss immer gucken, wo die Runen sind, weil sonst kommt man hier gar nicht klar. So. Und dann sind wir hier auf jeden Fall richtig. So, nochmal eben einen Schluck trinken. Weil jetzt müssen wir hier gegen dieses fette Viech antreten. Komm, wieder weg. Und wieder weg. Puh. Und schnell wieder weg. Das Doofe hier in dieser Welt ist, man sieht einfach... Uah, man sieht einfach nicht, wie viel Leben die Viecher noch haben. Na super, jetzt geht das hier wieder los. So, da haben wir wieder schön getroffen. Boah, das will einfach nicht sterben, das Drecksviech. Komm schon. Jawohl, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir nur weg, bevor es explodiert. Gut, hat funktioniert, meine Herren. So, und jetzt haben wir hier eigentlich irgendwas leuchtet hier. Ich habe aber keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Deswegen gehen wir erstmal wieder zurück. Wir müssten jetzt theoretisch... Warte mal, müssen wir Richtung Feuer? Ich glaube ja. Am Feuer war nämlich jetzt, glaube ich, als nächstes was gewesen. Da sind sie auch schon, meine Freunde. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das mit der Rage hinbekommen. Sehr schön, bekommen wir hin. Aua. Komm schon. So, den haben wir schon mal zumindest den haben wir schon mal down. Aua, 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 aua. Mann, 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 Mann. Puh. Komm, mach irgendwas. Aua. So, jetzt aber. Komm schon. Jawohl. So geht das eigentlich ganz locker von der Hand. Und jetzt haben wir nur noch einen, so viel ich weiß. Und das ist der da hinten, wo wir vorhin schon das Herz gefunden haben. Sehr schön. So, stirbst du? Ja, er stirbt. Wir können hier den Schatz plündern und dann müssten wir eigentlich hier durch das Portal... Immer noch nicht. Sind wir doch noch nicht durch. Okay, das Ding nehmen wir selbstverständlich mit. Attributschwert und Attributspunktsplitter haben wir bekommen. Sehr, sehr schöne Geschichte.
Und das heißt für uns, wir können hier wieder raus, denn wir sollen diese Welt verlassen. Ich werde jetzt auch mal die Glaive anbehalten und will mal gucken, ob wir mit der Glaive relativ gut klarkommen. Bisher war das ja im Moment noch gar nicht so problematisch. Aber jetzt werden wir erstmal, bevor das Spiel wieder abstürzt, was ich nicht hoffen will, wieder zurück zum Speichersplitter. So, das wäre hier. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt mal ein bisschen was an der Grafikkarte geändert, beziehungsweise an den, nicht an den Mods der Grafikkarte, wie heißt das, an den Updates, habe ich ein bisschen was geändert, so dass ich halt, ja, du mich auch. Und weg. Aua, die treffen mich auch jedes Mal, so eine Scheiße. Ja, wie heißt das? Die Patches von... Ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall habe ich da auf einen älteren Patch geladen. Also den habe ich mir nochmal runtergeladen, wo es eigentlich die erste Zeit im Let's Play relativ locker lief. Und ihr seht es ja selber, es läuft gerade ganz ordentlich. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. So, wieso renne ich eigentlich zurück? Achso, ich renne zurück, genau, weil wir wollten ja noch diese Tätowierung wollten wir ja abgeben bei der königlichen Wache. Und ich bin gerade am Überlegen, hatten wir schon den Bruder des... Ja, doch, hatten wir schon. Wir hatten schon den eingesponnenen Bruder des Mönchs gefunden. Und sonst müssten wir eigentlich auch alles gefunden haben. Wir müssen halt nur noch den letzten der Roga-Herrscher umbringen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, die letzte Aufnahmesession ist ein bisschen länger her, weil ich dann doch die Aufnahmesession ein bisschen übertrieben habe. Weil als das Spiel noch neu war, da war ich einfach nur geil auf dieses Spiel und wollte unbedingt weiterzocken. So, warte mal, waren wir hier schon drin gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal eben ganz kurz nachgucken, ob wir da schon drin gewesen sind. Rückkehr ins andere Reich. Ja gut, Rückkehr ins andere Reich, okay. Dann haben wir hier das auf jeden Fall schon soweit fertig. Ach, das war ja das mit dem Gift, ne? Das war das, wo ich mir so einen abgekämpft habe und dann mit dem letzten bisschen, wo wir kurz vorm Durchkommen waren, in die letzte Giftpfütze getreten sind. Ich kann mich wieder dran erinnern, ja. Das ist eine Stelle, die werde ich nie mehr vergessen. So, dann würde ich sagen, gehe ich mal eben ganz schnell hier einmal, genau, damit wir das hier zumindest auch schon mal so weit gespeichert haben. Und dann holen wir uns mal hier eben die ganzen Viecher weg. Hey du! Oh, ein Treffer ist ja sensationell. Sehr schön. Zack, auch du weg. Ihr merkt schon, die können nicht mehr wirklich was, die Viecher. Und wir gehen weiter. Falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass die Frau mal wieder sich nicht ruhig halten kann. Aber ist es nicht allzu schlimm, denn zum Großteil bleibt sie ja ruhig. Und wenn nicht, muss ich sie knebeln. Ach ja, der steht ja wieder auf. So, bin ich einmal weg. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, damit wir da noch rechtzeitig hinkommen. Ja, ja. Mittlerweile sind die auch gar kein Problem. Mit der Glaive sind die irgendwie alle gar kein Problem. Da hauen wir einfach das Schild weg und dann ist es das gewesen. Oder wir machen einfach mal einen Backstep, wie bei dem jetzt. Naja, liebe Freunde. Ich weiß gar nicht, wie steht das eigentlich mit unseren Erfahrungspunkten? 7400 ist ja jetzt nicht das meiste. Rückkehr ins andere Reich hatten wir schon. Schön, dass du dich auch mal aktualisierst. Weg mit dir, dich sammeln wir noch eben auf. Komm, du auch. Mein Gott, immer diese Backsteps. Wenn ich keine Backsteps machen will, macht er Backsteps. Das ist echt unglaublich. So, dich haben wir weg. Dich hauen wir auch weg. Und Schaden machen die ja auch gar keinen, Mann, ne? Also habe ich auch schon mal schlimmer gesehen mit dem Schaden. Schon wieder Backstep, meine Fresse. Heute habe ich es drauf. Ich bin heute auch unglaublich gut drauf, muss ich sagen. So, das Ding sammeln wir noch ein und dann schnell zu unseren Leuten. Eben das Teil abgeben und dann können wir wieder zurück ins Reich der Roga. Ah, ist ein bisschen ungünstig, dass wir den Weg alles halt nochmal laufen müssen. Aber was soll's. Hier liegt auch noch die Bestie rum, die wir damals mal bekämpft haben.
Das heißt, damals, so lange ist das ja jetzt auch nicht her. Wir bringen ja jeden Tag eine neue Folge. Und jetzt wollte ich nur mal eben ganz kurz was nachgeguckt haben. Warte mal, wie sieht's hier aus? Das ist alles sowas. Okay. Das ist der Turmschlüssel, Katakombenschlüssel. Das sind die Tätowierungen. Splitter der Helden haben wir auch noch. Truhenschlüssel, nördlicher Klosterflügel. Truhenschlüssel des Schmieds. Ach, den haben wir auch noch. Stein des göttlichen Verständnisses. Ja, und Stab und Stabkopf und Stabgriff haben wir auch noch, wo ich aber bis heute nicht weiß, was ich damit machen soll. Okay, wir gehen eben hier rein, geben die Tätowierung ab und machen uns dann wieder zurück auf den Weg zum letzten Roger-Herrscher. Da ist der Weg ja jetzt dann auch nicht mehr ganz so lang, wenn man weiß, wo man lang gehen muss. Ja, und dann hört sich das auf jeden Fall auch schon so an, als ob das Spiel bald beendet ist, wenn wir da jetzt schon beim letzten Roger-Herrscher sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel kommt. Wobei, ich muss es mittlerweile auch gestehen, ich habe das Spiel mittlerweile auch schon mit einem anderen Charakter durchgespielt. Von daher kann ich definitiv sagen, so viel ist das jetzt nicht mehr. Seid vorsichtig. Es hört sich an, als wären vielleicht noch Roger in den Gängen. Ja, ja, die Roger in den Gängen sind uns egal. So, wir müssen erstmal hier, wo war denn der Fritze, wo wir das machen, wo wir das abgeben sollten. Ich muss gerade überlegen. Ach, der war ganz oben, ne? Das müsste ja der Kommandant gewesen sein. So, das heißt einmal hier hoch. Auch komplett hoch. So, dann muss ich nochmal ganz kurz zum Planetarium. Mal gucken, ob wir da die Kisten schon geöffnet hatten. Wo bist du denn? Bist du das? Ja, hier, du bist das. Was ist jetzt? Hast du dich um diese Deserteure gekümmert? Hier, die Tätowierungen. Sie haben nicht geschrien. Zumindest nicht viel. Ja, die Tätowierung. Du hast es also wirklich getan, hm? Nicht schlecht. Hier, nimm dieses Amulett. Es könnte nützlich sein. So, was hat man jetzt gekriegt? Die große Last. Da gucken wir mal eben kurz nach, was das für ein Amulett ist, weil das kenne ich selber noch nicht. Das habe ich nämlich mit meinem anderen Spiel schon nicht gemacht. Wie funktioniert das jetzt? Nee, Moment, das war falsch. Der war's, genau. Der Träger dieses Schmuckstücks wurde als laufender Rambock betrachtet, die dem Ansturm eines Hengstes widerstehen konnten. Eines Hengstes mittlerer Größe, aber immerhin eines Hengstes. Okay. Wenn ihr das sagt, glaube ich das einfach mal. Ich kann mir jetzt aber nicht großartig was darunter vorstellen, was das bringen soll. Wir gehen jetzt natürlich einmal ganz kurz ins Planetarium rein, weil ich wollte mal eben kurz gucken, hatten wir hier... Tatsächlich, die Kisten haben wir sogar schon geöffnet. Dann haben wir also den Priester doch gefunden. Und ich werde auch hier vorsichtshalber nochmal an den Speicherstein gehen, für den Fall, dass das Spiel doch nochmal abstürzen sollte, weil sonst muss ich hier nochmal rein. Und da habe ich aber gar keinen Bock drauf. So, jetzt geht's im Schnelldurchlauf wieder zurück. Ich versuche mal an den Viechern vorbeizukommen, obwohl ich nehme die Viecher einfach mit. Gibt ein paar Erfahrungspunkte, die wir dann später noch in Stärke investieren können. Wobei, wie steht es da eigentlich erfahrungstechnisch? Wir haben Stärke 25, wir müssten, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auf 31 kommen. Ich glaube, das war so unser Ziel gewesen, damit wir auch alle Waffen benutzen konnten. Und natürlich wird auch ein Stufe 31 bei Stärke nicht die letzte Stufe sein. Was übrigens auch ganz wichtig ist, ist die... Warte mal, kommen wir hier nicht raus? Was übrigens auch ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass man halt auch, wenn man im New Game Plus ist, also wenn man das Spiel dann einmal durch hat und dann nochmal startet im New Game Plus, dann bekommt man auch, ach du Scheiße, jetzt sind wir hier. Ich bin begeistert. Na, komm mal her. Machen wir euch mal eben so kaputt. So, 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 so. Jawohl. Nächste. Ja, geht doch. Das geht doch super. Dann hauen wir uns hier nämlich eben mal durch. Ne, wie gesagt, also da gibt's dann... Warum ist das hier noch... Warum sagt er mir immer noch, dass hier ein Geheimnis ist? Wir haben das Geheimnis doch schon gefunden. Ich versteh's nicht. So, wir gehen weiter. So, wo ist der nächste? Da ist er. Sehr schön, damit haben wir den soweit schon mal weg. Hier kümmern wir uns noch mal eben um die Viecher.
Jawohl. Dann nehmen wir ihn noch mit. Na? Wollte gerade sagen, mach mich nicht fertig. Und du willst auch noch einen auf den Sack. Sehr schön. So, einmal heilen. Und weiter geht's. War doch eine ganz gute Idee, hier hinten rauszugehen. Auch wenn ich lieber einen anderen Weg gehabt hätte, aber... Nun gut, ich wusste da einfach den Ausgang nicht mehr. So, damit haben wir das soweit geschafft. Ich glaube, wir rennen jetzt hier einfach mal durch. Wir können uns ja eh nicht großartig was hier von hinten finden. Das muss ich übrigens sagen, finde ich an dem Spiel super gut, dass man hier bei dem Spiel... wenn man von hinten angegriffen wird, durch das Schild trotzdem noch geschützt ist. Also das muss ich sagen, ist echt klasse. Hab ich so innen auch noch keinem anderen Spiel gesehen. So, wie weit folgen die einem denn eigentlich? Anscheinend nicht allzu weit. Weil hier die nächsten zwei müssen wir umhauen. Naja, du mich auch. Weg mit dir. Aua. Was habe ich jetzt eigentlich? Achso, ich habe die Flaschen geändert. So, damit haben wir das soweit alles geschafft. Wir können hier eben an den Stein ran. Und dann würde ich sagen, ist es auch das für diese Folge schon gewesen. Wir haben die Tätowierung abgegeben, wir haben das eine Portal geschafft. Und das heißt für uns, wir werden uns im nächsten Part wieder ins Reich der Roga begeben, wo wir dann schnell zum nächsten Boss rennen. Und weil im Reich der Roga müssten wir sonst alles soweit erledigt haben. Bis auf die eine Tür, wo ich bis heute noch nicht ganz so weiß, wie die Tür zu öffnen ist. Aber vielleicht ist das ja auch eine Tür, die zubleibt, bis man im New Game Plus ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es mit meinem anderen Charakter auch nicht gefunden. Gut, liebe Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin Spaß hattet. Und schaltet doch einfach in zwei Tagen. Stimmt ja gar nicht. Und schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part von Lords of the Fallen wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin für heute raus. Ciao.